So, und dann sind wir online. Also denn, herzlich willkommen zum nächsten Livestream von Factorio hier in unserem uralt Let's Play. Ich begrüße Xadas und Philipp. Schön, dass ihr schon da seid. Und ja, Xadas hat schon gefragt, was machen wir heute? Ich habe noch keine Ahnung, aber Xadas hat da schon mal Vorschläge gebracht. Kupfer und Eisenerz, das ist auch offensichtlich das, was wir hier vorhatten. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich keine Bahnstrecke hingebaut. Na, hier hängen sie an den Klippen fest, die Armen. Hier, das ist ja perfekt. Die beiden anschließen und dann sind wir glücklich, oder? Und danach brauchen wir Kupfer- und Eisenschmelze vermutlich. Eventuell nochmal eine Stahlschmelze, weil da reicht es ja auch nicht so richtig. Und ja, da haben wir auf jeden Fall zu tun, würde ich mal sagen. So, was ist hier? Der Laden ist leer. Dann können wir den eigentlich mal heimschicken. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir sind bei... Wie heißt denn du? 3.3. Okay. Fahren mal kurz heim und holen neues Zeug. Bild und Ton sind okay. Schönen guten Abend, Mindfly. Das ist gut zu wissen. Bild und Ton in Ordnung, das ist schon mal was wert. Guten Abend, Pascal. Ich habe gestern Abend auch nochmal an der Kulf darauf rumgeschnitzt. Das sah dann gar nicht mehr so gut aus. Wo ich dann ohne euch weiter nochmal, ich habe glaube noch eine Belagerung ohne euch gemacht. Und da hatte ich Teammitglieder, das war ein Traum, du. Da kannst du auf einmal doppelt so lange für das Tierchen brauchen. Und kriegst dann immer noch nicht alles, weil die waren nicht so prickelnd, waren die, meine Teamkameraden. Die waren auf jeden Fall geübt im Sterben. Da musste ich dann schon mal feststellen, dass mein Bruder doch nicht so schlecht ist. Ich dachte, nee, der ist ja nicht schlecht, aber ich dachte, mein Bruder stirbt oft, aber nee. Die sind noch schlimmer gewesen. So. Grillen, grillen, grillen. Machst du gerade nebenbei, oder was, Philipp? Oder meinst du, wir grillen die Insekten da oben? Das machen wir in jedem Falle. Wir holen uns so gleich nochmal ein paar ran. Könnte man eigentlich jetzt auch mit dem Zug hochfahren. Wobei, der passt da nicht so richtig hin, aber egal. Kurz um es heißt auf Deutsch Insektengrillen. Insektengrillen. Lecker, lecker. So, sind wir hier fertig? Nee, ist immer noch nicht geladen. Jetzt ist geladen. Okay, dann wieder hoch damit. Mit dem Klavier. Haben wir Zeug zum Bauen in der Hosentasche? Wieso habe ich denn Bauteile mit geringer Dichte in der Hosentasche? Würde ich nochmal was gebaut haben? Oder sind die einfach übrig geblieben? Hier ist ja auch noch so Zeug drin. Wo ich nie genau weiß, was das soll. Der Laden hier ist voll. War der andere voll? Weiß es nicht. Ich muss dann oben gleich mal gucken. Achso, kann sein, dass wir noch Roboports gebaut haben wollten. Für den Nichtkampfanzug. Das kann natürlich sein. Alter, komm, jetzt, fahr mal los, Zug. Was hast denn du für Treibstoff? Du hast den richtig guten. Ich wollte gerade sagen, ist der Mod nicht mehr drauf? Das sieht so aus, als wäre der Mod nicht mehr drauf, der die Züge beschleunigt, oder? Ah, weiß ich nicht, vielleicht doch. Kann ich eigentlich gucken, ne? Einstellungen hier, Mod-Einstellungen, Grundeinstellungen, ne, ist noch da und sollte eigentlich passen. Das kann natürlich sein, weil jetzt hier die FPS so niedrig sind, das sieht das wieder alles so aus, als wirst du bloß halb so schnell gehen. Aber die sind eigentlich flott unterwegs. Müssen mal hier die Fabrik ausschalten. Auf dass das hier wieder ein bisschen langsamer, schneller geht. Hier haben wir noch Kupfer, haben wir noch, ne? Steht wenigstens der gute Tetrapack-Wein bereit. Und gibst du auch was auf die für die Tastatur ab? Ich habe keinen Wein mehr, der ist leider alle. Und ich habe mir keinen neuen geholt. Also ich habe jetzt hier wunderbarstes, exquisites, bestes Leitungswasser. Deliziös. Und nein, ich habe eigentlich nie vor, der Tastatur was abzugeben.
Die ist immer so gierig. Und wenn die dann so ein bisschen was hatte, dann spinnt die immer rum, weißt du? Dann kann sie sich nicht mehr benehmen. Also gebe ich ihr lieber nix. Was haben wir denn hier? Machen wir manuell. Genau. Wir können jetzt hier schon mal die Sachen hier so in Beschlag nehmen. Oder zumindest schon mal damit anfangen. Auch hier ist auch hübsch. Öl haben wir hier auch gleich. Das hier ist ein guter Ort. Hier im Posten hin, hier im Posten hin und dann sind wir glücklich. Können hier später dann noch die Kohle holen. Hier ist nochmal hübsch. Das ist doch nice. Bin gerade am Überlegen, da zwei Posten draus zu machen. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ne? Wir machen mal bloß einen draus. Einen mit achten, genau. In dieser Reihenfolge, ja, dann den Upgrade-Planer drüber gezogen. Hab mich geirrt, in Bob Angels, der Crawler ist nicht so praktisch. Hatte den selbst ursprünglich nur in einem anderen LP gesehen, damals 015. Hab den ausprobiert und nutzt nix. Okay, schade. Ich hab ihn ja selber noch gar nicht ausprobiert. Zug auf manuell ist, haben wir geschafft. Einstellungen hier. Ich muss Benutzeroberfläche hier, die Dinger wieder anmachen. Vergesst das jedes Mal. So, nach Westen. Wäre das günstig, könnte man eigentlich nach Norden machen, oder? Da, Norden. So, hier. Den Posten. Ach komm, gönn dir. Mal sehen, wie viele Posten, wie viele Bänder das werden. Wahrscheinlich keine 8. Der ist ein bisschen klein für 8. Wenn ich mir das so angucke. 1, 2, 3, 4. Nee, das ist so nix. Mach mal anders. Kommando zurück. Kommando zurück. Ah, ich muss jetzt warten. Ja, Kommando zurück. Sorry, das war nix. Das ist zu wenig. Das müssen wir in die andere Richtung ziehen. Ja, hier. Nimm die auch noch mit. Der ist ja so ein bisschen eiförmig. Das heißt, wenn ich das Ding hier nach Osten mache, kommen vielleicht etwas mehr raus. Machen wir mal so hier. 1, 2. Oh, Osten ist falsch übrigens. Westen wäre das gewesen, was ich gewollt hätte. Ah, geht vielleicht auch. Aber wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus. Ja, die ist zu klein, ne? Das ist doof, ist das. Gefällt mir nicht. Ich hätte gerne 8 gehabt. Wow, geht der Anzug ab. Ja, der ist ja auch neu. Der ist top, ist der. Nur gefällt mir das hier nicht. Ich hätte da gerne wenigstens 8 raus gehabt, ne? Dann mache ich das doch mal anders. Hier, sag mal Norden. Mein Freund. Machen wir nämlich halbe. Und ich hätte gerne bloß 4 Ausgänge. Dann sagen wir mal, das hier ist so grob über den Daumen gepeilt, ist das hier ungefähr die Hälfte. Das ist wahrscheinlich etwas mehr als die Hälfte, aber juckt mich jetzt nicht. So, dann hätten wir gerne Süden noch gehabt. Oder machen wir nicht Süden. Machen wir Osten. Und sagen dann hier so. Sieht lustig aus. Wood top. Sauber, genau. Dann haben wir das so hier. 1, 2, 3, 4. Und hier sind noch einmal 3. Dann haben wir immerhin schon mal 7 rausgekriegt hier aus dem Laden. Ist das besser? Ich habe keine Ahnung. So, das hier drehen wir jetzt entsprechend um, natürlich. Und laden das da hoch. Ich habe auch nicht so viel mit. Schönen guten Abend, Kali. Schönen guten Abend. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ach, wann sah es hier schon mal anders aus, ne? Komisch ist doch hier unser zweiter Vorname. Wupp. Nur, dass es nie zum Lachen ist. So, hast du dich ausgeschossen, mein Freund? Sieht nicht so aus. Ne, der ballert noch. Aber der ist gleich fertig, noch Zähne. Dann warten wir einfach, dass hier der fertig ist. Kann ich mal ganz kurz hier in den Anzug reingucken? Ja, hier ist noch Platz für 3 Roboports.
Oder Energiezellen. Weiß ich nicht, was wir da gerne hätten. Ich habe hier noch Bauteile mit geringer Dichte. Könnte natürlich hier auch ein Schild mit reinprügeln. Aber dafür reicht's, glaube ich, nicht. Weil jetzt ist gerade Schildkapazität 0. Aua, oh. Ach, ja gut, ich gucke mal. Die Roboports. Ich kann bloß 2 davon bauen, weil ich keine Batterien habe, glaube. Ja, keine Batterien, keine roten. Naja gut, dann müssen wir das zu Hause gleich nochmal machen. Oh, hier kommt nochmal Besuch. Eine hübsche Truppe. Los, macht sie kaputt. Genau. Nimm sie von hier drüben. Ich gucke nicht, wohin. Aber irgendwo da. Büro, lad schon mal die einzelnen roten Punkte auf der Karte mit dem Kampfanzug ab. Das können wir dann nachher machen. Aber jetzt kommen ja immer wieder rote Punkte dazu, solange wie die hier noch rumballern. Deswegen würde ich es jetzt gerade noch nicht machen. Sondern das machen wir dann danach quasi. Wenn die hier fertig sind mit rumballern. So, du kannst wieder heim, sobald hier das Feuer aus ist. Feuer. Gehst du aus? Das wäre super schön. Das geht... Ja, gut, ist aus. Auf geht's. Ja, okay. War schon so, dass wir dran vorbeikommen. David Amos. Abend. Büro, sagt er. Schönen guten Abend, David. Oder David. Keine Ahnung, ne? Ist wieder die Frage, wie spricht man das aus? Auf eine der beiden Arten auf jeden Fall. So. Laxata für die Katz ist aus. Mineralwasser kommt mir nicht ins Haus. Ja, so sieht's aus. Das gute Leitungswasser muss er halten. Ah, so. Super. Ich rieche hier Aliens am Spieß, aber bei der Hitze gestern gab es eigentlich Menschen am Spieß. Ja, ich hätte das Feuer mir sparen können, ne? Die wären einfach so umgefallen. Wenn ich gestern gestreamt hätte. Hätte natürlich auch sein können, dass der Rechner hier sagt. Und tot. So, wir lassen den jetzt mal hier wieder ganz normal seine Runde drehen. Wir nehmen nämlich jetzt gleich den Zug und fahren da hoch. Der hat ja mein Bauzeug mit, damit wir das alles aufgebaut kriegen. Wird wahrscheinlich nicht reichen, ist aber egal. Dann fahren wir im Fall der Fälle nämlich einfach nochmal heim und holen uns nochmal. Auf jeden Fall. Wird das nicht wie Klaus ausgesprochen. Nee. So weit hat es dann noch gereicht bei mir, dass ich das nie mit Klaus versuche. Sehr schön. Hier ein Trennschild. Es gibt, glaube ich, einen Crawlerzug. Nicht hier. Den gibt's bei Angels. Gibt's den. Aber der Herr Mindfly hat gesagt, der ist nicht gut. Der ist viel besser als und andere Waggons. Ja, musst du dich mal mit Mindfly unterhalten. Mindfly sagt, der ist nicht so cool, der Crawler. Ich meine, ich hab ihn da, ne? Kennen, ne? Werden auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn er doof ist. Vorgestern warst du gerade direkt zum Kühler als draußen. Schön. Das ist aber trotzdem noch kein Grund, dass ich mich dort aufhalten möchte. Da muss schon mehr passieren. So, Silo 3.1 kann hier mal weg. Wir machen uns zu Silo 3.3 hoch. Silo 3.3, wo bist du? Da. Wartebedingung. Fracht leer, ne? Ach nee. Leeres Frachtinventar war das hier. Genau. Ich muss aber nochmal Kisten und Greifarm auf jeden Fall mitnehmen, weil ich denke, da haben wir nicht genug. Da, ja. Kiste. Und nochmal ein paar Greifarme. Der Rest sollte vielleicht gehen. Weiß ich nicht. Werden wir dann gleich sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was einstecken. Und ab dafür.
So, Silo 3-3, auf geht's. Achso, er meint, es gibt zwei Crawler oder was? Okay. Gehört der... Ist das beides im selben Mod? Ich weiß, dass ich einen Mod habe, der Crawler heißt. Ist das dann das Auto oder ist das der Zug oder ist das beides? Das gehört ja mit zu Angels. Das ist Angels Add-on. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Zug ist, das Auto oder beides. Auf jeden Fall habe ich nichts davon gebaut. Im Mod-LP. Und hier ist es ja offensichtlich nicht mit drinne. Also, was heißt offensichtlich? Offensichtlich ist das nee, aber hier ist es nicht mit drinne. Deswegen geht das nicht. Könnt ihr mir ja mal kurz schreiben. Ja, hier ist ein bisschen Zug ist. Hab die Tür gerade offen zum Balkon. Dadurch ist es hier nicht ganz so stickig. Das hilft schon mal so ein bisschen, dass ich mich nicht ganz zu Tode schwitzen muss. Sondern nur so halb. Na, ihr müsst dann die Polizei rufen, falls ich hier umkippe. Dann war ich warm geworden. Rette den Pyro. Hey, ist es dann. Beides glaube ich. Also beides in dem Mod drin, okay. Das Auto klappt nicht so gut, wie ich das dachte. Ah, das Auto, okay. Achso, ich habe keine... Ja, hätte ich mal mitnehmen können. Guten Abend, Chris the Gamer. Schön, dass du dabei bist. So, das hier und das hier brauchen wir. Damit wir da mal was aufgebaut kriegen. Ja, keine Haltestelle bietet an. Das ist das Problem. So, fertig ist der Laden hier. Dann müssen wir jetzt hier noch das hier zu Ende bauen. Hoch. Hier die Feuerwehr. Oder das. Keine Ahnung. Notarzt, Krankenwagen. Irgendwen. Könnt auch Cindy anrufen. Die schlägt mir einmal in die Gusche und dann geht's auch wieder. Was sind das hier? Ja, das könnte, aber es könnte so Sinn machen. Es kannst du drehen und wenden, wie du willst, ne? Hier kriegst du keine vier vollen Bänder raus. Naja, egal, wir lassen das mal so. Ja, dann müssen wir mal jetzt hier unseren Bahnhof irgendwo hin klatschen. Wir haben ja hier so einen schönen vorbereiteten. Das könnte man direkt hier so machen. Das ist wunderschön, ist das tatsächlich. Und ich kann den auch hier hinsetzen. Dann muss ich bloß mich darum kümmern, wie ich die Auffahrt da in den Kreisverkehr hinkriege. Sinnvoll. Aber klar, mach mal. Bauen wir mal hier hin. Bin mal gespannt. Dann können wir das hier wegreißen. Dann muss nämlich hier die Einfahrt ein bisschen anders werden. Um die zu sagen, komplett anders. So hier zum Beispiel. Keine Ahnung, nee, das sieht nicht so aus, als würde das passen. Und wenn ich stehen von hier hinten sage, ich hätte dich gerne hier drauf. Dann sagte sich, nö, damit habe ich nichts zu tun, sorry. Damit kenne ich mich nicht aus. Dammit. So ist das nicht geplant hier. Und hier drauf? Find da keinen Weg. Aha, geht nur da unten lang. Da habe ich mir jetzt hier ins Knie geboxt mit. Okay, dann rückgängig. Sorry, Jungs, das war nix hier. Das war ein Versuch. Der hätte sein können. Achso, jetzt, ja. Würde jetzt schlau sein und STRG Z hier nur das Ding hier abreißen. Das ging ohne so einfach. Hätte ich es mir gleich schenken können. So, wir machen jetzt doch hier so. Weil das ist einfacher. So. So, dann können wir nämlich einfach die jetzt hier drauflegen. Der kommt hier hin, der hier hin.
der hier hin. Dann kommen die hier nämlich schon mal weg. Und jetzt müssen die noch hier ran. Einer bleibt frei, weil man ja bloß... Es müsste eigentlich nicht einer frei bleiben. Wir machen mal doch keinen frei. Sondern der kommt hier hin, geht hier hin. Der läuft hier hin. Der läuft hier hin. Der läuft hier hin. Und der läuft hier hin. So, dann kriegt man hier wenigstens doch das Maximum mit raus. Das werden dann auch alle 8 Anschlüsse. Was ganz gut ist. Ich meine, die sind dann nicht voll ausgestattet. Voll ausgelastet, aber es sind immerhin dann 8. Das sollte so passen, genau. Klatschen wie trostlos. Ja, sicher. Sicherlich. So, was fehlt hier? Jede Menge Kombinatoren. 4 Stück. Arithmetisch. Hier. Vergleicher. Kombinator. LTN-Bahnhof. LTN-Kombinator. Was noch? Lautsprecher fehlt noch. Ich glaube, das war's schon. Ah, ein Konstanter noch. Ein Konstanter. Lautsprecher haben wir auch. Sehr gut. Ja, wie heißt du? Irgendwie Nirvin. Nee, du heißt jetzt nicht Nirvin. Mal sehen, wie du heißt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Du bist ein Eisenposten. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Eisenposten. 1, 2, 3, 4. Wir haben keine 5. Okay, gut, du bist Eisenposten 5. Heftbahn. Dachte 5. Ja. Eisenposten 5 bist du nämlich. Dann bist du hier natürlich jetzt auch Eisenposten 5. Eisen. Posten 5. Sehr gut. Kriegt natürlich auch das Erz-Symbol. Ansonsten sind wir dann verwirrt. Macht die DB-Konkurrenz bei so vielen Zügen. Meine sind sogar pünktlich. Damit bin ich schon mal besser als sie. Hey, wir kommen hier durch. Das ist nice. Sind wir bloß hier drauf? Nee. Ja, mach so. Ist wunderschön. Bestimmt. Irgendwo. Ja, wir können mal... Wow, ich habe noch einen. Na, ist super. Dann halt doch nicht. Das glaube ich nicht. Die Züge sind alle pünktlich und kommen auch da an, wo sie sollen. Ja, meistens zumindest. Das können die nicht von sich behaupten. Ja, wir nehmen mal den hier. Der da oben hat schon Strom. Und hier haben sie jetzt auch Strom. Damit legt der Laden jetzt hier los. Sollte hoffentlich noch nichts machen. Wir müssen zwar noch den Schutz aufbauen, aber das sollten wir ja mal ganz schnell hier hinkriegen. Einfach hier. Fangen wir mal an. Rings um den Laden rum. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt gleich mit der Bahnstrecke da mache. Es kann auch sein, dass das nicht nötig ist. Dass ich das eigentlich gar nicht mehr brauche, die Posten hier so zu beschützen. Aber es ist halt eine gute Angewohnheit, ne? Weil im Notfall passiert da nichts. Falls hier doch einer da auf die Idee kommt, ich will hier angreifen, dann ist da wenigstens grundsätzliche Verteidigung vorhanden. Ist zwar nicht viel mehr als grundsätzliche, aber ich meine, mein Gott. Ja, das ist jetzt die Frage, wie macht man das hier? Guck mal, der Post, das passt hier schön rein. Hier passt gar nicht mehr schön rein. Da kommt Zug, Achtung. Ja. Genau, das habe ich mir gedacht. Schießt der jetzt rum? Der hier. Wenn der nicht rumschießt, ist alles gut. Der hier hat sich eh ausgeschossen. Da hole ich mir nochmal schnell Zeug von ihm. Alles, was ich brauchen könnte, sind vor allen Dingen die Dinger, die Dinger, die Dinger, die Dinger. Und dann noch wahrscheinlich Strommasten. Das soll ich hier. Und Strommasten nehmen wir jetzt nochmal mit.
Ach, hab ich schon, okay. Dann soll er erstmal heimfahren. Macht dann nämlich quasi Platz für den anderen da. Oh, ich hab ihn wieder voll durchs Feuer durchgeschickt. Aber das macht nichts, der wird zu Hause repariert. Hauptsache, er bleibt daneben vorher stehen, weil das wäre echt ungünstig. Ja sicher, was ist denn das hier? Ach so, das ist mein... Ach cool, den habe ich noch. Meine Schmelze. Das hier funktioniert auch schon. Okay, erster Zug geht. Gleich mal Eisen holen. Ja, gut. Bastel einfach hier hin. Ja, keine Ahnung. Mach einfach so. Wir nehmen das jetzt hier mit. Es wird alles eingemauert. Wir haben ja Zeug mit. Da soll es ja nie dran scheitern hier. Ist ja nie wie bei arme Leute. Hier bei uns. Wieso ist hier kein Strom auf dem Laden? Wie geht das? Ja, frech. Immer noch, ne? Jetzt. Ja, keine Ahnung, wieso da kein Strom jetzt sich verbunden hatte. Aber jetzt ist da überall Strom drauf. Ein Radar braucht man noch. Und dann sind wir eigentlich gut. Habe ich kein Radar hier in dem Ding drinne? Nee, habe ich nicht. Wäre wahrscheinlich auch einfach intelligent gewesen, deswegen konnte das natürlich nie passieren. Einfach mal was Intelligentes hier, so Radar. Wunderbar. Damit wir mal was sehen. Das ist die PBE. Peruanische Bahn. Ah, schön. Das könnte sogar ein Land sein. Reibe doch mal deine Statistik der DB unter die Nase. Dann verfolgen dich auch die Züge im RL. Oh nö. Nochmal Verrückte, welche sich vor Züge werfen. Nur manchmal gibt es Stau. Ja, das stimmt. Seid ihr fertig? Nö. Die ballern immer noch rum. Das ist der Wahnsinn, wie weit die jetzt schießen können. Bis da hoch. Machen die weg. Sauber. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Ja, wir können dann gleich nochmal nachher, wenn wir mit dem anderen Zug wieder hier oben sind. Den können wir uns eigentlich auch einfach so holen, ne? Den schicke ich dann einfach hoch. Der wartet ja jetzt zu Hause auf mich. Was ist hier? Hier ist nix. Gut. Hier sind noch Gegner. Das ist nicht in Ordnung, oder? Ja. Hier soll man den anderen Anzug anziehen. So. Gegner weg. Ja, schieß ab den Laden. Die bleiben hier halt an den Klippen hängen. Deswegen muss man hier mal ganz kurz. Es geht ab. Das ist so nice, dieser Anzug. Ich komme näher runter. Nein, lass mich. Hier sind Gegner, oder? Nö. Hier ist genau nichts. Der Kampfanzug ist einfach der Hammer. Der ist echt der Hammer. Deswegen will ich eigentlich gerade hier nochmal gucken gehen. Hier, moin Jungs. Bumm. Sehr gut. Und wenn die verbesserten Sprengstoffe noch erforscht sind, dann geht's gleich noch mehr ab. Alter. Haben die den überarbeitet? Der war doch beim letzten Mal noch nicht so stark, oder? Holy moly. Da bleibt kein Auge trocken. Oder hatte ich da noch nicht den verbesserten Kampfanzug? Oder war da noch nicht so viel drin? Ich weiß nicht genau. Was, warum, wieso, aber... Puh, der geht ab. Schön außen ringsrum. Auch einfach mal mittels durch. Macht ja alles nichts. Oh nein, ich bin verlangsamt. Dammit. Ja, das war wieder... Grandios. Bist du auf einmal langsam, ne? Dann ist vorbei. Schluss mit lustig. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, bevor ich da wieder Rampage mache. Naja. So, muss gleich wieder mit dem Bus los. Wünsche euch einen angenehmen Abend und schönes Wochenende. Jo, mach's gut, David. Bis bald und danke dir. Hätte ich mal gespeichert. Jetzt muss ich den Laden hier nochmal neu aufbauen.
Dammit. So ist das, wenn man voreilig ist. Ich hab gedacht, ich bin unsterblich. Aber nicht ganz. So, gut. Das kommt davon. Nee. Was wollte ich jetzt nochmal? Wir nehmen uns hier mal raus, was wir alles brauchen können, ne? Das ist das und das. Und das und das. Das hier, das hier, das hier. Können wir noch irgendwas gebrauchen? Vielleicht, möglicherweise? Ja, du, also, nee. Gut. Nochmal alles einstecken. Von außen nach innen, ja. Weiß ich nicht, ich habe immer so Lust, so quer durch. Aber dann bleibe ich hängen und dann ist vorbei, ja. Es wäre intelligenter gewesen, hätte ich euch gehört, aber... Das wäre ja auch intelligent gewesen, also konnte das natürlich nicht passieren. Ist ja ganz klar, hier, so. Den Laden wieder hier hin. Das hier wieder weg. Er hier rüber. Und hier hoch. Dann läuft er hier hoch. Er läuft hier hoch. Er läuft da hoch. Das hier kommt alles wieder weg. Ja. Und jetzt die Kollegen hier. Der hier lang. Da drauf. Immerhin weiß ich noch, dass es Eisenposten 5 ist hier. Wieso fehlt hier einer? Das ist... Achso, weil er hier noch fehlt. Ja, okay. Wollte gerade sagen, vor uns ist das aufgegangen. Das kann jetzt nicht aufgehen. Ohne, dass hier was falsch ist. Zumindest nicht. So. Du hierhin, du dahin, du dorthin. Dann haben wir hier den Anschluss. Okay, die üblichen Verdächtigen fehlen hier noch. Nämlich der hier, der hier, der hier. Der hier und der hier. So, alle bitte hinbauen. Steht der Zug auf manuell? Natürlich nicht. Das wäre ja intelligent gewesen. So. Der wäre eh nicht weggefahren. Mal davon abgesehen. Weil der hat, ja, hier leeres Frachtinventar da als Wegfahrbedingung. Und dieses wurde eh nie erfüllt. MK10-Schilder, ja. Richtig. Mit verbesserten Sprengstoffen noch eine Stufe höher, wurde das alles noch toller. Wieso brauchten das eigentlich so lange, um das zu forschen hier? Achso, weil der Laden hier zu lahm ist. Müsste man mal auf blau aufwerten, den Spaß. Das forscht ja bloß bis hier runter ungefähr. Der Rest macht nix, weil nie genug Flaschen kommen. Das ist auch so eine Sache. Naja, gut. So, den hier hat man weggeboxt. Dann ist der nämlich einfach hier rumgefahren. Aber nicht so eine Schlangenlinie hier. Bitteschön. Und dann, er ist hier hinten gewesen. Sehr gut, hier macht man einen Anschluss. Ich hatte natürlich auch die Dinger hier verpasst, ne? Die Signale. So, jetzt sieht das hier ein bisschen besser aus. Können hier auch drei Züge warten. Die sind dann nicht mit im Schutz drin, ne? Weil den Schutz baue ich nicht so weit raus. Dort fällt da alles. Könnt ihr vergessen, Jungs. Ja. So, wo ist mein Schutz? Können wir nicht gleich mal aufbauen. Ich weiß, dass wir hier so ungefähr angefangen hatten. Ob das jetzt hier wieder so genau passt? Nö, macht aber nichts. Einfach so hinpflanzen, wie es ist. Mensch, jetzt wo ihr von dem Tetrapack-Wein geschrieben habt, hätte ich gerne welchen. Aber ich war heute einkaufen und hab nicht dran gedacht. Weil ich da keinen Bock hatte auf Wein. Und jetzt stehst du da und hast nichts. So ist das. So ist das, Herbert.